spielt das denn? Hot Dogs. Oh, warte, ich muss kurz noch was gucken. Du hast mich, weiß. Ich habe inzwischen mit so vielen Kerlen in der Stadt geschlafen, dass ich fast lückenlos WLAN habe. Aha. Hast du gelesen? Muss ich auch versuchen. Ja, finde ich schön. Oh mein Gott, was ist das? Oh, cool. Ja, das ist schon wieder so ein Brainfuck. Only you. Hol mal so ein dünnes. Das hab ich nicht gehört. Siehst du? Ja. Also kaputt gemacht. Na. No. Soll rot bleiben! Oh ja. Soll das? Rot! Rot! Das Ding ist scheiße. War eigentlich ziemlich cool sogar. Mhm. Das war cool, so ein T-Shirt zu sein, aber das Ding ist scheiße gemacht. Papas Pastaria. Ketchup. What the fuck? Die sehen auch voll gleich aus. Ich glaube, die eine wird gleich unmöglich. Siehst du, wird unmöglich. Du musst doch das Geld wegräumen. Das ist voll laut. Auflegen. Die verbrennen doch auch bestimmt gleich. Die wollen alle ohne. Außer die eine, die will mit. Ich musste bitte warten. Boah, das ist voll die alte Oma. Kinder, ich kenne Bockwurst. Wir haben noch Hotdogs. Ich werde Bockwurst. Wo ist meine Bockwurst? Dankeschön. Boah, ich bin echt scheiße drauf. Jetzt gib mir die scheiß Hotdog-Wurst. Danke. Piss mich. Ich sollte $50 machen. Ich hab für wie viel? Ja. Sei glücklich. Hallo, ich hätte gerne auch eine sehr lange Würste. Oh, guck mal, das ist meine Schwillingsschwester. So, was ist diese komische Grütze, die da in der Mitte überall rumsteht? Ist das Fett oder was? Anscheinend wird später noch was gemacht drin, denke ich mal. Das sieht voll eklig aus. Nein, er aussieht aus wie ein Knasti mit seinem T-Shirt. Ja, ja. Ah, 150, okay. Was ist denn das? Achso, das musst du ziehen. Der will auch was zu saufen. Herr Officer, möchten Sie auch mal unsere Wurst probieren? Anscheinend schon. Ding, ding, ding.
ein Officer. Alter, da ist so ein Arbeiter mit Maske. Dankeschön. Oh, der sieht aber auch so wie so ein Gangsterboss aus, wie so ein Mafia-Boss. Alter, das Geld wollte ich nicht aufsammeln lassen. Der hat immer noch seine Wurst nicht. Alter, wie dieses Furzen sich anhört. Ja, das ist toll. Ey, Digga, wo ist meine Wurst? Danke. Bitte. Tschüss! Wie war das doch mit den Seeräubern? Warum die nicht im Kreis fahren? Weil sie Piraten sind? Ach! Nein, weil sie Piraten. Wieso Piraten? Also sie müssen Pi erstmal erraten. Ach so. Ach so, wegen Kreis und Pi. Das hast du jetzt erst kapiert. Ich dachte, das wäre einfach nur ein Witz wegen Kreis und so. Einfach nur, weil sie Piraten sind und das mit Pi was zu tun hat und deswegen. Scheiße. Das ist eigentlich voll logisch, warum bin ich ja nicht gleich drauf gekommen? Scheiße, die ist voll dumm, die da neben mir sitzt. Oh, ich hab verbrannt. Ich hab verkackt. Die kannst du in den Müll werfen, die verbrannte Wurst. Nö, die kriegt der. Er ist happy, guck. Oh Gott, ich bin hungrig. Oder? Oh, ich sollte das Geld weg. Ach so, oh. Was ist denn? Ich hab ein bisschen zu viel Geld gemacht. Wo passiert? Oh, jetzt geht er mit Pommes. Mhm. Ah, dafür ist das hässliche Fett. Oh. Ups. Verteidigung. Ach, egal. Kriegst du so eins. Ist happy, also. Epilepsie, aber happy. Oh. Was, da wolltest du, ne? Ja. Und die wollen auch noch Würstchen. Guck mal, das sind voll die E-Typen. Die kaufen sich auch nur Dingsbums. E10 Benzin. Hm. Es wird spät, es ist nicht gut. Ich glaube nur Scheiße. Doch bin ich das sonst auch meistens tue, aber. Abends ist es noch schlimmer. Weil der eine wird auch nicht mehr so. Die sind beide nicht mehr ungeduldig. Halt die Klappe. Da ist noch ein E10-Kaufer. Oh, guck mal, die ist ja mal richtig hübsch. Vor allem ihre Nase. Boah, unglaublich wundervoll hübsch. Gut, ich mach mal viel zu viel Geld. Es war alles in Flux, ne? Ich bin schon direkt ungeduldig. Mist. Ja. Ah. Nur noch Pommes reinmachen.
Ups. Ja, einen kannst du auf jeden Fall machen. Oh, der Polizist wird böse. Der Polizist, genau. Verbrannte Würste. Neue Pommes. Hab ich hier. Oder kannst du noch, oder nicht? Mhm. Dann gehen die einfach weg. Ach so. Na, die ist noch nicht gut. Oh, jetzt ist eh wieder vorbei. Meine Hand tut weh. So müde. Guck mal, ich habe meine Hände in der Hose. Hab's aus den Augenwinkeln gesehen. Lauter Würstchen, das ist viel zu sehr wie der Arbeit. Die Bettdecke oder Hündchen? Egal. Die oder Hündchen? Hündchen. Bist du schon? Wird schon schwer? Hm. Nee, ne? Da ist ja immer noch nichts dazu gekommen bei dem einen Ding da. Jetzt aber wahrscheinlich musst du was sagen. Oh, guck mal, ich bin weiter. Cool. Nee, da warst du schon, oder? Nee, da hast du nicht geguckt, ob ich weiter kann. Ich habe einen Bären als Kunden. In einem Sternchen-T-Shirt. Warte, was ist denn da? Sind wir noch da? Ja. Okay, was ist das denn?
Ich hab's doch da hingemacht. Da, Pommes. Pommes spielen wir jetzt Counter-Strike. Genau. No. Da ist eine Position auf Pommes. Warum auch immer. Ich mag kein Counter-Strike. Und Banane. Ups, scheiße. Ich hab nur nie gespielt, ich weiß es nicht. Ah, sind Zwiebelringe. Was? Sind Zwiebelringe. Ah, cool. Sich voll aufpassen müssen. Ich jetzt voll aufpassen müssen. Oh, Chinesen. Ah ja, wegen Zwiebelringe und so. Keine Lust mehr. Das Spiel könnte ich noch weiter, ewig weiterspielen und durchhalten, aber ich habe keine Lust mehr. Okay, ewig nicht, aber lange. Und das war's. Bye bye mit dem Barker Games. Tschüss. Genau. Schuss. Tschüss. Haha. Ha, ha. Wir kamen nicht zum Schuss. Oh. Bye.